Hey Leute, mit der WM 1982 in Spanien wurde die Auszeichnung des Goldenen Balls für den besten Spieler der Weltmeisterschaft eingeführt. Seitdem ist die Auszeichnung ein fixer Bestandteil bei jeder Weltmeisterschaft. Auch in Katar 2022 wird der Goldene Ball für den besten Spieler wieder vergeben. Doch wer könnte ihn bekommen? Hier sind unsere Kandidaten für den besten Spieler der WM 2022. Viel Spaß beim Video! Die Idee hinter der Trophäe wurde anfangs gut angenommen, hat sich aber rasch verändert. Mittlerweile dient der Goldene Ball eher als Trostpreis für einen Spieler der Mannschaft, die das Finale verloren hat oder weit gekommen ist und den Weltmeisterschaftstitel dann doch nicht erreicht hat. Mit Luka Modric oder Lionel Messi bestätigt sich diese Theorie. Natürlich sind beide Spieler herausragende Fußballer, die sich die Auszeichnungen auch wegen ihres Könnens verdient haben. Trotzdem fällt auf, dass selten ein Weltmeister die Auszeichnung erhält. Fangen wir nun mit den möglichen Kandidaten an. Beginnen wir mit Cristiano Ronaldo. Bei der WM in Katar wird Cristiano Ronaldo bereits im Alter von 37 Jahren sein. Selbst dann ist er wohl noch der beste Spieler in Portugals Nationalmannschaft und wird den Europameister von 2016 anführen. Doch hätte er es verdient, bester Spieler der WM 2022 in Katar zu werden? Die Fähigkeiten dazu hat er auf jeden Fall, wie wir seit langer Zeit wissen. Gut vorstellbar, dass Portugal weit kommen könnte und so Cristiano Ronaldo die nötige Hilfestellung zur Auszeichnung des Goldenen Balls leistet. Man wird sehen, welche Leistung Ronaldo bringen kann und ob der dicht gedrängte WM-Spielplan 2022 Auswirkungen darauf hat. Gehen wir weiter zu Neymar. Der letzte Brasilianer, der bei einer Weltmeisterschaft als bester Spieler ausgezeichnet wurde, war Romário 1994 in den USA. Neymar hat das Zeug dazu, sein heimischer Nachfolger zu werden. Als teuerster Fußballtransfer aller Zeiten wäre alles andere auch sehr überraschend. Mit einer Mannschaft wie Brasilien hat Neymar auch immer den Vorteil, nicht der einzige Topspieler im Team zu sein. Ein Finale ist wie die Seleção daher bei jedem Turnier möglich. Wenn der bei der WM-Endrunde 30-jährige Ex-Barca-Spieler jedoch den goldenen Ball, der vermehrt als Trostpreis vergeben wird, erhalten möchte, müsste er ein etwaiges Finale wohl verlieren. So lautet zumindest die Regel der vergangenen zwei Turniere. Neymar ist in unseren Augen übrigens auch ein heißer Tipp für die WM 2022 als Torschützenkönig. Falls dir das Video bis hierhin gefällt, würden wir uns schon jetzt über einen Like und ein Abo freuen. Vielen Dank! Messi ist in Katar auch wieder ein heißer Kandidat als bester WM-Spieler. Jemand, der ein Lied über den Trostpreis des besten Spielers der WM singen kann, ist der Argentinier Lionel Messi. 2014 bekam er den goldenen Ball bei der WM in Brasilien. Argentinien verlor im Finale gegen Deutschland erst in der Verlängerung und Fußballstar Messi fuhr mit der Nationalteam wieder einmal ohne Titel nach Hause. Die Auszeichnung zum besten Spieler der WM war für ihn nur ein schwacher Trost. In Katar zählt Lionel Messi wieder zu den Kandidaten der besten Spieler der WM 2022. Messi ist die Schaltzentrale im argentinischen WM-Kader und in jedem Spiel für ein oder auch mehrere Tore gut. Der Paris-Profi macht seine Mitspieler besser, doch sind die Argentinier dann insgesamt gut genug für eine lange Reise bei der WM? Wir werden sehen. Der vierte Kandidat unserer Liste ist Serge Gnabry. Serge Gnabrys Stern ging erst bei seinem Wechsel zum FC Bayern München so richtig auf. Für 8 Millionen Euro erwarben ihn die Münchner 2017 von Werder Bremen. 2020 lag sein Marktwert dann schon bei unfassbaren 90 Millionen Euro. Gnabry wird bei der WM 2022 in Katar 27 Jahre alt sein und das Herzstück der deutschen Nationalmannschaft bilden. Der 1,75 Meter große Spieler ist im Angriff sowohl auch an den Außenpositionen als auch an der hängenden Spitze einsetzbar. Genau dort wird er im Nationalteam seine Stärken ausspielen können und beweisen, dass er eine gute Option bei der Wahl des besten Spielers im Winter 2022 sein wird. Ebenfalls als bester Spieler möglich wäre unserer Meinung nach Eden Hazard. Belgien ist aktuell nicht mehr aus den Top-Nationen der Welt wegzudenken. Genauso wenig kann man Eden Hazard übergehen, wenn man über die besten Spieler der Weltmeisterschaft nachdenkt. Hazard wird bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar 31 Jahre alt sein und im offensiven Mittelfeld sowie auf den Außenpositionen das belgische Spiel mitbegleiten. Die goldene Generation
Generation der roten belgischen Teufel verfügt über mehrere Spieler mit Klasse. Dadurch bekommt Hazard nicht nur Unterstützung im Rennen um den goldenen Ball, sondern die belgische Nationalmannschaft 2022 auch größere Chancen auf eine sehr erfolgreiche Weltmeisterschaft in Katar. Und unser letzter denkbarer Kandidat wäre noch Antoine Griezmann. Griezmann geht mit Frankreich als Titelverteidiger in die Weltmeisterschaft 2022. Griezmann war neben Mbappé einer der besten Spieler der Franzosen und somit auch der ganzen Welt. Die offizielle Auszeichnung als bester Spieler könnte aber erst 2022 in Katar folgen. Bisher konnte Zinedine Zidane als einziger Franzose die Trophäe des Goldenen Balls mit nach Hause nehmen. Dafür tat er dies gleich zweimal, nämlich 1998 und 2006. Griezmann zählt seit Jahren zu den Top-Stürmern Europas, egal ob bei Atletico Madrid oder auch beim FC Barcelona. Dass Frankreich ein außerordentlich gutes Team hat, steht wohl außer Frage. Alles andere als das Erreichen des Halbfinales wäre eine Überraschung. Die Auszeichnung für Antoine Griezmann als bester Spieler der WM wäre mit Sicherheit keine Überraschung. Wer denkt ihr, wird die WM in Katar gewinnen? Und welcher Spieler wird dann als bester Spieler gekürt? Schreibt's uns wie immer gerne in die Kommentare. Das war's auch wieder mit dem heutigen Video. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, eure Jungs von Tägliches Wissen.